City War Beyond, meine Vorgeschichte. Ich liege hier und denke gerne an die Zeit zurück. Damals, als alles noch friedlich war. Wir kamen auf einer fremden Welt an und gründeten Dörfer, die später zu Städten wurden. Zu fünft bauten wir, erkundeten wir, kämpften wir. Doch es gab diesen Fluch, der uns nie entkommen ließ. Wir taten alles, um zu überleben, doch letzten Endes blieb trotz unzähliger Kämpfe nur die Flucht. Auf einem gigantischen Schiff reisten wir unzählig lange über das endlose Meer. Viele unserer Kameraden verließen uns, wie Kurga, Sepp, Malte oder Niggi, um auf ihre eigenen Wege zu gehen. Wir trafen auf unseren Reisen auf viele neue Völker. Einige behandelten uns wie Gäste, andere hingegen waren uns sehr feindlich gegenüber. Circa 2 Monate waren wir nun schon unterwegs, als wir auf eine kleine Insel stießen. Misty und ich machten uns auf den Weg, diese Insel zu erforschen, während die anderen in der Nähe des Schiffes nach Nahrung suchten. Wir gehen los und ihr bleibt hier und kümmert euch um die Nahrung. Vom Strand aus durchquerten wir einen dichten, dschungelartigen Wald und bemerkten dabei um uns herum immer wieder Tierlaute. Es gab einige Tiere, die sich uns in den Weg stellten. Doch Mystery und ich hatten immer unsere Schwerter dabei und unsere Diamantrüstung an unserem Körper. Wir merkten nach einiger Zeit, dass es immer steiler bergauf ging, und als wir am Rand des Waldes standen, sahen wir es. Ein Berg, der steil hinaufging bis hoch in die Wolken. Gepackt von der Neugier machten wir uns auf und kletterten. Nach einer gefühlten Ewigkeit waren wir endlich da, die Spitze des Berges. Von dort oben sahen wir alles, das Meer, das endlos zu sein schien, unser Schiff und unsere Kameraden. Doch was wir nicht bemerkten, war die größte Gefahr, die uns hier begegnen würde. Ein schriller Schrei drang durch unsere Ohren, der Himmel schien anzufangen zu brennen und dann schoss es wie ein Blitz aus den Wolken. Vorsicht! Ein Drache! Mystery zog sofort das Schwert, während ich starr vor Angst nur dort stand. Der Drache flog auf uns zu und versuchte uns mit seinen scharfen Krallen zu zerfetzen. Doch blitzschnell wehrte Mystery seine Angriffe ab. Hey Chris, zieh dein Schwert! Entgeistert sah ich ihn an und fand meinen Mut. Ich zog mein Schwert gerade noch rechtzeitig, um nicht vom Drachen geschnitten zu werden. Dabei stieß es mich jedoch zurück bis an den Rand des Berges. Beinahe verlor ich den Halt, doch kurz bevor das passierte, konnte ich es gerade noch so verhindern. Der Drache hingegen schoss auf Mystery zu und stieß ihn so hart mit den Krallen, dass Mysterys Schwert zerbrach. Auch unsere Rüstungen nahmen von den Angriffen immer mehr Schaden. Er zog seinen Bogen und versuchte den Drachen zu treffen. Auch ich, wieder in den Kampf gekommen, zog meinen Bogen. Gemeinsam schossen wir Pfeil um Pfeil auf den Drachen. Doch entweder trafen wir ihn nicht, oder die Pfeile prallten an seinen harten Schuppen ab. Das brachte mich auf eine Idee. Ich spannte mein Diamantschwert in meinen Bogen und zielte auf den Drachen. Es schien mir die einzige Möglichkeit, die Schuppen des Drachen zu durchdringen. Als dieser sich auf mich stürzte, ließ ich los und das Schwert flog gerade auf den Drachen zu. Es bohrte sich in seine Brust und er stieß einen Schrei aus, bei dem ich dachte, mein Trommelfell würde platzen. Mystery und ich hielten uns die Ohren zu, was uns unaufmerksam werden ließ. Erneut attackierte uns der Drache. Er flog direkt auf Mystery zu, der noch gelähmt vom Schrei die Augen und Ohren geschlossen hatte. Ich sah eine Chance und sprang vor Mystery. Ich griff nach meinem Schwert, welches noch im Brustkorb des Drachen steckte, und zog es einfach durch diesen hindurch. Das Schwert war unfassbar heiß, doch ich durfte es nicht loslassen. Der Drache, er stürzte hinter uns den Berg hinunter und ich hielt das blutverschmierte Schwert in meiner Hand. Doch ich taumelte, ein seltsames Gefühl überkam mich und ich wurde müde. Mystery starrte mich mit Angst in seinen Augen an. Hey, was ist los? Was? Mehr brachte ich ihn nicht hinaus und ich bemerkte, wie meine Augen immer schwerer wurden und hörte Mystery sagen: Dein Gesicht,
Ich führte meine Hand zur linken Seite meines Gesichtes, doch ich spürte es nicht. Erst dann realisierte ich, dass der Drache mit seinen Klauen mein halbes Gesicht weggerissen hatte. Durch das Adrenalin in meinen Venen spürte ich keine Schmerzen. Ich wurde nur immer müder. Ich weiß nicht, was danach mit mir passiert ist, doch ich bin wieder erwacht. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, doch ich bin wieder auf dem Schiff. Ich weiß nicht, wo wir uns jetzt befinden, doch ich hoffe an einem besseren Ort. Ich sehe Mystery, er betritt das Zimmer, in dem ich liege, und schaut mich besorgt an. Hey Chris, du bist wach. Hey, wir haben unser Ziel erreicht. Ich konnte dich gerade so wieder zusammenflicken. Ich bin froh, dass du überlebt hast. Ich versuchte aufzustehen, was mir wirklich Probleme bereitete, doch ich schaffte es. Mystery stützte mich etwas und wir gingen an Deck. Nun sah ich eine neue Welt für uns. Hier könnten wir leben, uns etwas aufbauen und bräuchten uns keine Sorgen zu machen.